Ja. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag, Lukas Beck ist mein Name. Ich spreche gerade mit dem Herrn Trüger. Ja, wie ist Ihr Name? Den habe ich ja kurzfristig nicht verstanden. Ja, ich wiederhole gerne nochmal. Mein Name ist Lukas Beck. Beck, Ja? okay. Ja. Ich bin der Finanzberater von der Firma Bitcoin Prime. Und ich habe im Internet gesehen, dass Sie haben eine Anmeldung gemacht bei Kryptowährung. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr habt schon gehört. Der tolle Mitarbeiter, der hier am Telefon ist, der hieß ja eigentlich mal ursprünglich Lukas Preis. Also auch einer von den Standardbetrügern, die hier ziemlich oft anrufen. Das Telefonat mit diesem netten Herrn ging dann auch tatsächlich ein kleines bisschen länger. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit welcher Firma ihr besser nicht telefonieren solltet. Ist das richtig? Sie haben das im Internet gesehen. Ja. Aha. Stimmt das? Haben Sie bei schon mal mit Kryptowährung beschäftigt? Ja. Okay. Wunderbar. Und wie ist es gelaufen, Herr Trüger? Haben Sie gute Erfahrungen damit gemacht oder? Ja, gar keine Erfahrung habe ich damit gemacht, weil bis jetzt ja, war alles unseriös, was dazu gehört. Es war alles unseriös. Ja. Was meinen Sie genau damit? Was ist unseriös? Naja, zum Beispiel so ein Telefonat Okay. Ein Telefonat ist unseriös. hier. Ja, wenn es unberechtigt einfach so aus heiterem Himmel kommt, dann schon, ja. Aber zum Beispiel, falls ein Telefonat kommt von einer Firma, da wo Sie sich auch angemeldet haben, ist dann unseriös immer noch, oder? Insofern keine Anruferlaubnis dazu erteilt wurde, ist das unseriös, ja. Aber wenn Sie zum Beispiel AGBs zustimmen und dass wir Erlaubnis geben, dann Ja, das habe ich ist, ja nicht oder? getan. Zum Beispiel. Ja, das habe ich ja Vielleicht nicht haben Sie auch getan. getan. Nee. Vielleicht haben Sie auch getan. Nee, ich passe schon auf, was ich da so im Internet mache und anklicke. Ja, aber vielleicht haben Sie einmal nicht aufgepasst. Das kann bei Nee. jedem passieren. Nee, nee. Das geht Also Sie ja auch machen gar nicht keinen mit dem Fehler. Aufpassen, weil mit dem Anrufen, da braucht man ja ein Double Opt-in für. Und das würde man ja Na. merken, wenn das Telefon klingelt und einem den PIN-Code durchsagen möchte. Denn ist es eigentlich kann Ah. man das nicht aus Versehen machen, also geht nicht. Ja, und an dieser Stelle stellt sich jetzt hier schon gleich zu Beginn des Gesprächs eigentlich wieder die Frage, was will der jetzt eigentlich noch am Telefon? Ich meine, er hat ja jetzt begriffen, dass er uns hier eigentlich nicht verarschen kann. Aber irgendwie geht das Gespräch hier tatsächlich, wie erwähnt, nun doch ein bisschen länger. Schauen wir mal, was uns der nette Betrüger so alles ja, zu sagen hat und wie er sich hier angeblich seriös machen möchte. So meinen Sie, also Sie sind ein Mann, der keinen Fehler macht, quasi. Nö, so habe ich das nicht gesagt. Aber wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wäre das ja spätestens beim Double Opt-in aufgefallen. Ah, okay. Und das ist ja nicht passiert mit dem Und Double Herr Opt-in. Trüger, wie kann das der ganze dann seriös sein? Wie Ja, das stellen Sie frage ich es mich auch. vor? Das frage ich mich auch, wie das seriös sein kann. Also ich stelle mir das so vor, dass eine seriöse Firma nicht einfach so anruft und dann fragt, ob man gleich mal irgendwie das Konto aktivieren möchte, um dann 250 Euro einzuzahlen und so. Das, vor allem das Witzige Nein, ist, nein, dass nein. alle Betrüger-Callcenter exakt den gleichen Leitfaden vorlesen. Den gleichen was? Den gleichen Leitfaden, also das, was da auf deinem A4-Zettel steht oder meinetwegen auch an der PDF auf dem Bildschirm, aber letztendlich ist es ja vorgeschrieben, was ihr da so alles sagen sollt. Läuft ja immer nach dem gleichen Schema ab. Und das passiert bei einem normalen Bankberater nicht. Der kann frei sprechen und beraten halt. Der hat da keine Also Texte, die er vorlesen muss. Sie denken, also alle, die ihn angerufen haben, haben quasi wie Roboter gesprochen, das gleiche gesagt. Machen Sie da, sagt die Währung, bla bla bla, richtig? Ja, unter anderem ja, aber nicht nur. Ah, okay. Okay. Und wie sollte sie der Ganze funktionieren? Wie stellen Sie es vor? Das habe ich ja gesagt. In erster Linie ruft eine seriöse Firma nicht einfach so die Leute an. Okay. Und wie ruft diese Firma an? Ja, gar nicht. Die einzige Firma ruft gar nicht an. Richtig, die rufen nur dann an, wenn ich mal eine Frage habe und sich dann darauf zurückmelden wollen. Aber nicht, wenn, dass sie unaufgefordert einfach so die Leute anrufen und ihr Produkt loswerden wollen. Das macht eine seriöse Firma in Ah, der Regel nicht. verstehe. Verstehe, was Sie meinen. Darf ich nur eine kurze Frage stellen? Ja. Was machen Sie beruflich? Ja, die Frage möchte ich nicht beantworten. Okay. Also arbeiten Sie in einem Büro oder?
Ja, in meinem kleinen Büro zu Hause, ja. Ah, ja, kleinen Büro zu Hause. Okay. Und haben Sie irgendwas für Kryptowährung gelernt oder gelesen? Oder? Ja, da kriegt man ja immer mal wieder was mit, so unweigerlich, ja. Man da jetzt will oder nicht, man wird ja damit überflutet. Mhm. Haben Sie schon mal über Bitcoin gehört, mit Sicherheit? Wissen Sie, wie wert ist ein Bitcoin jetzt? Nö, jetzt tagesaktuell nicht. Also ich meine, der war ja mal bei 40 oder 60.000 schon. Da ist er dann irgendwann runtergekracht auf 20.000. Ich glaube, ein bisschen höher ist er jetzt wieder. Leider nicht, ist runter. 20.000. Ach so, dann sehen Sie, es ist sogar schlechter geworden. Was bedeutet, wenn Bitcoin runterfährt? Ja, dann verliert er an Wert. Und was bedeutet das? Naja, dass er weniger wert ist. Aha, und was bedeutet das? Naja, dass man Verluste macht. Okay. Wenn jemand Bitcoin hat. Aber wenn man kein Bitcoin hat, was bedeutet? Ja, dann macht man hat man keine Verluste, wenn man keinen Bitcoin hat. Genau, und was da noch? Ich sehe gerade hier bei 19.547 ist der Kurs gerade. Also historisches Tief, aber der war schon mal tiefer vor kurzem. Ja, war fast 18.000. Ja, 19.600, ach nee, das ist schon wieder höher. Hier 19.400 war der Tiefpunkt. Ich denke, er war auch 18.000 irgendwas. Nö, oder 19.300. Ach so, Moment, das ist die Tagesstatt, Monat. Monat, ein T, das verstehe ich nicht. Ach so, hier doch, Moment, 6 Monate. Ja, aber das Tagestief war jetzt so das Höchste. Also war der heute schon mal ganz kurz so richtig tief. Richtig. Was bedeutet für Leute, die kein Bitcoin haben? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leute halt nicht mitmachen bei dem Bitcoin. Was noch? Ja, was soll es denn noch bedeuten? Okay. Wenn Sie etwas kaufen möchten, kaufen Sie ein Produkt, wenn ein teurer Preis hat oder ein billiger Preis hat? Das war grammatikalisch irgendwie komplett Unfug. Wie? Ich sage, das war grammatikalisch Unfug. Der Satz hat jetzt so keinen Sinn ergeben. Nein, ich habe gesagt, was haben Sie dann nicht verstanden? Ich habe gefragt, kaufen Sie ein Produkt, wenn es teuer, also wenn dieses Produkt einen höheren Preis hat oder einen billiger Preis hat? Wann wollen Sie es kaufen? Aber ich weiß ja nicht, ob der morgen mehr hat. Es kann ja auch sein, dass morgen einfach alles zusammenbricht auf dem Markt, weil der Kurs oder der Trend ist momentan nach unten und nicht nach oben. Ja, kann es sein, dass morgen wieder nach unten bewegt. Nehmen wir an, es bewegt nach unten. Nehmen wir an, Sie kaufen ein Bitcoin heute, 19. Wie viel haben Sie jetzt, weil Sie haben vor sich? Wie viel? 1900? Ja, 1900, 500, irgendwas. Okay. 19.500. Genau. Nehmen wir an, kaufen Sie heute ein Bitcoin. Mhm. Und morgen wird Bitcoin 17 sein. Was werden Sie machen? Das wissen wir ja nicht. Nehmen wir an, es wird 17.000 sein. Was werden Sie machen? Ja, wir wissen das doch aber nicht. Ich kann doch nicht wissen, was ich machen würde, wenn es noch nicht passiert ist. Ich habe doch keine Glaskugel. Nehmen wir an, es passiert. Es passiert, geht 17. Was würden Sie machen? Ja, was soll ich da machen? Wie gesagt, ich kann es nicht wissen, was ich machen würde, was noch nicht eingetroffen ist. Ja, aber wir müssen ein bisschen spekulieren. Ja, genau. Und spekulieren mache ich nicht. Weil spekulieren nicht. Geht ganz schnell in die Hose. Für mich bin ich die 19.000 Euro los. Wenn ich mir heute einen Bitcoin kaufe und morgen ist der nichts mehr wert, habe ich 19.000 Euro Nasse gemacht. Und das mache ich nicht. Natürlich kann man auch morgen 2.000 Euro mehr haben, aber das ist ja trotzdem, dazu muss ich ja, um dann 2.000 Euro mehr zu haben, muss ich ja 19.000 Euro investieren. Ansonsten, wenn ich hier mit 250 Euro investiere, dann habe ich aber ein paar Cent mehr. Das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Also, Sie gehen nicht auf die Risiko? Nee. Also, Sie wollen auf sichere Schritte gehen? Ja, ich mache Sachen, ja, wo ich sicher weiß, dass ich damit Geld verdiene und seriös. Und dafür auch eine Gegenleistung erbracht habe. Verstehe. Haben Sie schon mal von Öl gehört? Aktien von Öl? Letzte Zeit dann. Ist ja genau das gleiche Problem. Da wird ja auch nur rumspekuliert und deswegen ist die Scheiße so teuer. Okay. Von Diesel? Hm, was? Oder, nein, lass. Egal, vergiss es. Von Gold zum Beispiel. Ja. Was ist mit Gold? Ist genau das gleiche. Ist Gold etwas sicheres? Sie vergleichen Gold mit Kryptowährung und mit Aktien von Öl? Nee, vergleichen nicht, aber das ist ja vom Prinzip trotzdem das gleiche. Nein, das ist nicht Gold das gleiche. Gold ist auch nicht das Schlechteste, was wir haben. Sicherlich ist Gold immer noch seriöser als viele andere Sachen, als ein digitales Produkt. Aber wenn ich auf einem Markt spekuliere mit digitalem Gold, wo gar nicht das echte Gold als Ware vorgehalten wird, es ist ja auch wieder nur Spekulation und Quatsch. Schauen Sie. Das
beschienen, damit wir es wissen, Herr Trüger. Gold ist die sicherste, wo Sie es investieren können. Nee. Die sicherste. Und Gold geht nie nach unten. Natürlich ein bisschen nach unten, nach oben. Das, ja, siehst du, und wenn ich zum falschen Moment kaufe, ist die Kohle genau weg. Aber für einen Monat ist es nicht, dass Gold von 100 zu 0 geht. Das kann nie passieren mit Gold. Zu 0 vielleicht nicht, aber letztendlich, wenn ich weniger Geld bekomme, als ich reingesteckt habe, ist es ein Verlust. Richtig, aber mit Gold passiert das nicht. Doch, das kann mit Gold genauso passieren. Wenn der Goldkurs morgen fällt. Nein. Natürlich. Ja, aber morgen werden Sie nicht das Geld holen. Lassen Sie übermorgen steigt Gold wieder und übermorgen haben Sie das Geld. Das weiß man so nicht. Das weiß man nicht, ob das weiterhin das so passiert. Sie müssen das nicht holen, wenn der Preis untergeht. Das Geld müssen Sie nicht holen, wenn der Preis untergeht. Das funktioniert so nicht. Gold kann mehr werden, kann aber auch wieder weniger Wert haben. Das ist einfach so. Der Goldpreis geht nicht kontinuierlich nur nach oben. Das ist Quatsch. Kontrollieren Sie Gold. Ja, habe ich. Ich habe die Statistik hier von Gold auf. Okay, was sehen Sie da? Ja, dass das da genauso nach oben und nach unten gehen kann. Das sehe ich da. Okay, was ist denn in der Vergangenheit passiert? Was soll in der Vergangenheit passiert sein? Wie ist es der Preis? Wie war der Preis? Ich brauche Ihnen, glaube ich, die Preise nicht vorlesen. Das müssten Sie selber wissen. Schauen Sie die Grafik an. Ist es schon mal, falls Sie sehen, bei Gold, ja, Gold steigt einen Tag, geht unter, steigt, geht unter, steigt, geht unter, steigt, geht unter. Kann auch mal einen ganzen Monat weitergehen oder mehrere Monate hier sogar. Genau, schauen Sie für einen Monat, was ist da? Also, wenn ich mir jetzt von Januar angucke, war der Goldpreis im Januar am höchsten und jetzt ist er so, naja, nicht am niedrigsten, aber er ist auf jeden Fall weniger wert als im Januar. Also hätte ich im Januar Gold gekauft, hätte ich bis jetzt Minus gemacht. Durchgehend. Der Preis ist nicht einmal über das Maximalhoch vom Januar gestoßen. Hätte ich auch Verluste gemacht. Mit Gold. Bei Gold waren nicht ganz so extrem die Verluste. Na doch, jetzt zum aktuellen Tag schon. Hätte ich vor 2-3 Tagen verkauft. Hätte ich wenigstens die Verluste halbwegs aufgefangen. Hätte aber trotzdem noch 10% Minus gemacht von dem, was ich reingesteckt habe. Verstehe. Aktuell würde ich sogar 50% Minus machen von dem, was ich reingesteckt habe. Verstehe. Und wissen Sie, wie kann man diese Verluste vermeiden? Gar nicht, weil man nicht weiß, wie sich Kurs entwickelt. Das kann man höchstens schätzen und hoffen, dass dann die Schätzung eintrifft. Aber ich kann niemals wissen, wie der Markt sich morgen entwickelt. Das kann man im Voraus nicht wissen. Ja, Sie können es nicht wissen, aber denken Sie, gibt es Leute, die das wissen können? Nee, weil die Leute haben alle keine Glaskugel. Vielleicht. Aber denken Sie, das gibt es Leute, die sowas wie sogenannte Signale kaufen können? Das macht grammatikalisch wieder keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Nee, so wie Sie das jetzt gesagt haben, macht das keinen Sinn, nee. Ja, aber Sie wissen genau, was ich meine. Nee, das ist ja das Problem gerade. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Zum Beispiel, Sie wissen ja schon, die ganze Börse bewegt und dafür gibt es natürlich auch Signale. Zum Beispiel, morgen sagt Olaf Scholz, wir müssen an Strom investieren. Was passiert da? Das weiß man nicht, was dann passiert. Das wird sich dann zeigen, weil man nie weiß, ob die Menschen genauso reagieren, wie es einer gesagt hat. Das weiß man nicht. Man kann das nicht wissen. Man kann das schätzen und hoffen. Aber Hoffnung ist keine 100% Garantie. Was denken Sie, was kann passieren, falls Elon Musk sagt, für eine bestimmte Währung, das wird die Zukunft sein? Was in der Vergangenheit passiert ist, das wissen wir, aber wir wissen nicht, ob das nochmal so passiert, wie er es gesagt hat. Nur weil er sagt, dass alle nochmal in den Bitcoin investieren sollen, heißt es nicht, dass alle das machen werden. Das weiß man vorher nicht. Okay, aber ich habe nicht gesagt, dass alle Leute machen werden. Aber was passiert mit dem Preis? Wird steigen oder wird tiefer gehen? Ja, nur weil das Elon Musk sagt, passiert mit dem Preis erstmal überhaupt nichts. Ah, also Sie haben... Also Sie haben überhaupt keine Idee, wie der Ganze funktioniert, quasi. Naja, ich glaube mehr als Sie. Mehr als ich? So habe ich das Gefühl, ja. Ich meine, ich bin jetzt ja kein Profi, was das angeht, aber also um alleine das, was ich jetzt gesagt habe, zusammenzukriegen, reicht Laienwissen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und das ist schon mehr, als die große breite Masse weiß. Und naja, hoffentlich wissen es jetzt viele mehr, wie es funktioniert.
Herr Trüger, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Was? Wie alt sind Sie? Ist egal. Und müssen Sie mir nicht genau sagen, über 30? Ja, ja. Über 40? Nee. Über 40 nicht, über 30. Haben Sie schon, sind Sie selbstständig oder Geschäftsführer? So könnte man das sagen. Also beziehungsweise angestellt oder, bitte? Ja, das Erstere. Also Angestellter? Nee. Selbstständig? Ja. Wunderbar. Das ist sehr gut. Und läuft gut? Sind Sie zufrieden? Wahrscheinlich nicht. Ja, zufrieden ist man, glaube ich, nie, was Geld angeht, oder? Aber auf keinen Fall. Geld ist ja auch nicht das Wichtigste im Leben. Wichtig ist, dass man das Zuhause schön hat und dass es die Familie schön hat und der Rest ist doch egal, oder nicht? Der Rest ist doch nur Luxus. Und Luxus kann man haben. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn es Menschen gibt, die Luxus haben, wenn sie sich das ehrlich erarbeitet haben. Und naja, Börse hat jetzt, glaube ich, auch nicht viel mit ehrlich zu tun. Was ist dann böses Neben schwerlich? Ja, ich finde es einfach nicht seriös. Was? Sie finden böse nicht seriös? Ja. Aber die Leute, falls Sie zum Beispiel wollen, auch nicht. Okay, aber falls Sie zum Beispiel in einem Monat 100.000 Euro verdienen von Börse, wird es dann Ihnen egal sein, ob die Börse seriös ist oder nicht? Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob ich denn selber noch in den Spiegel gucken kann, wenn ich das mache. Weil letztendlich ist, wenn alles, was man an der Börse gewinnt, hat jemand anderes verloren. Genau, können Sie sich schon an den Spiegel... Schauen Sie, Sie verdienen einen Tag 5 Millionen Euro, zum Beispiel. Ja, an der Börse hat Sie man ja mal nicht verdient, auf. Sondern das hat man sich erhandelt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Genau, Sie handeln und verdienen. Verdienen Sie handeln man das, und dafür, was man in die Welt Moment. Lassen Sie die Gespräche. Sie verdienen in einem Tag 2 Millionen Euro, nehmen wir an. Nee, bekommen wäre denn das richtige Wort, nicht verdienen. Bekommen. Genau. Sagen, also wir, Sie unterbrechen mich für Worten einfach nur. Das ist so egal. Mhm. Sie verstehen, was ich meine. Ich meine, wenn Sie morgen aufstehen, aber mit 2 Millionen Euro, wird es Ihnen egal sein, ob böse, seriös ist oder nicht? Nee. Seien Sie ehrlich. Nee. Ich meine, natürlich hätte man gerne die 2 Millionen Euro, aber ich finde, das macht dann mehr Sinn, wenn man sich die ehrlich und hart erarbeitet hat und was dafür getan hat. Wenn man dann automatisch mehr dafür bekommt, ohne jemanden anderen dabei zu schaden, das ist doch, denke ich mal, die Lösung für alle Probleme, die wir haben, oder? Sie sind lustig, Herr Trüger. Nee, eigentlich stelle ich nur das aktuelle Geldsystem in Frage. So wie das, ne? Also man hatte ja mal ein Wertschöpfersystem, aber das hat ja damit nichts mehr zu tun. Das ist ja bloß noch Profit, Dollarzeichen in den Augen, mehr ist doch das gar nicht. Also wenn jeder das bekommt, was er verdient, dann haben wir doch alle ein viel schöneres Leben. Das Leben der hat was für seine Arbeit verdient, dass er das erschaffen hat, aber da kann man sich ja nicht drauf ausruhen. Die Mitarbeiter, die dann vielleicht die Arbeit vom Chef übernehmen, die sollten vielleicht das Gleiche verdienen, was der Chef mal verdient hat. Weil die machen ja dann die Arbeit, ne? Und der Chef kann dann natürlich prozentual mehr verdienen, das ist ja logisch, aber das war ja seine Idee, seine Schöpfung, aber letztendlich finde ich, ist es nicht schön, wenn man Geld damit verdient, indem man anderen Menschen was wegnimmt. Weil meistens sind es die Leute, denen man was wegnimmt, die davon keine Ahnung haben. Und das ist ein Ungleichgewicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Und waren Sie schon mal Lehrer? Nee. Aber Sie wissen schon, das Welt ist so. Das Leben ist so. Das ja, ist Unrecht. Ja, das ist Unrecht. Muss man ja was bedeutet? Ja, aber nur weil Sie wollen das. Ist, oder Sie werden nicht das Welt retten. Sie werden nicht das Welt retten. Wieso tun Sie so, als wären Sie, keine Ahnung, ein Engel? Ja, aber man kann es doch probieren. Wenn alle so denken würden, das ist doch so leicht. Eigentlich müssen nur alle gleichzeitig mit einmal so denken. Und schon wäre das Problem gelöst. Genauso wie alle jetzt gerade ja. Daran denken, sich selbst zu verändern. Wieso tun Man muss doch nur sich
dass nur diese Einstellung ändern und schon hätten wir alle Probleme. Nein, aber es gefällt mir. Schau mal ganz kurz. Sie tun so, als wären sie ein guter Mann. Ja. Aber sie wissen genau, sie sind kein guter Mann. Ich sage ja auch nicht, dass ich ein guter Mann bin. Aber ich versuch's. Sind Sie ein guter Mann? Weiß ich nicht. Das müssen mir andere erzählen. Das erdreist ich mir nicht, selbst zu urteilen. Weil letztendlich okay, Sie sind ja kein jeder guter Mann. Sie sind kein guter Mann. Ja, dann ist das Wieso tun Sie, als wären Sie ein guter Mann? Ja, weil ich es versuche. Wieso reden Sie so? Ja, das Leben muss gleich sein, dass jeder muss gleich verdienen. Nee, das meine ich nicht. Jeder muss das verdienen, was ihm zusteht. Ja, was ihm zusteht, ja. Mit diesen Richtigkeiten und bla bla bla. So wäre es doch viel schöner. Und wenn wir alle so denken würden, dann haben wir was, dann haben wir was erreicht. Ja, dann haben wir gar nichts erreicht. Aber trotzdem, so wie Sie sehen, die Böse, das ist doch, hat gar nichts damit zu tun, dass sie das Geld von jemand anderen nehmen, weil auch wenn sie bei ihrem Job irgendwas machen, nehmen Geld von jemand anderem. Irgendjemand bezahlt ihnen. Von irgendjemand holen sie das Geld. Ja, aber dann hat der jemand ja keinen Verlust. Moment. Hat ja sein Geldwert in natürlich Warenwert hat getauscht. Natürlich hat Verlust. Nehmen wir an, sie sind ein Elektriker, ja? Moment. Nehmen wir an, sie sind ein Elektriker und gehen sie in Dienst bei einer zu Hause und sie sagen, es kostet 300 Euro. Ja. Zum Beispiel. Bei der Rechnung. Sie können schreiben auch, dass es kostet 250. Könnte man machen, ja. Aber sie schreiben, es kostet 300 Euro, weil sie wollen mehr Geld. Sie sagen, ich habe dafür gearbeitet. Ja, dann ist und das der Preis meiner Arbeit. Das Geld, von wem nehmen sie das Geld? Von jemand anderem. Ja, aber derjenige hat wofür ja dafür sie meine könnten Dienstleistung erhalten. Sie könnten, ja, aber Sie können auch 250 nehmen können. Ja. Wieso 300 zum Beispiel? Wieso 300, weil Sie wollen mehr Geld haben. Das und hier bei der ja Böse auch. Der Kunde, sie, die Arbeit der, bei der Böse, ja. Bei der Böse auch, das ist auch das Gleiche. Nee. Sie denken, dass eine Währung steigen Verluste. Dafür, dass ich nichts geleistet habe. Wieso haben Sie nicht geleistet? Sie waren klug, ja Sie haben gewusst. Nein, Mann, unterbrechen Sie mich nicht. Sie waren klug, Sie haben gewusst, welche Währung wird steigen, da haben Sie investiert bei dieser Währung. Nee, das ist nicht klug. Weil klug, die Preis steigen wird, dann ist das nicht ist Ihre Schuld. Das hat nichts mit klug zu tun. Auf jeden Fall hat er der Ganze mit klug zu tun. Muss nee. Man sehr klug sein. Nee. Und alles, alle Prognose machen, alles vorsichtig sein, alle Signale schauen. Weil alle bewegt unter Signalen. Aber das ja, und dann weiß man ja trotzdem, kann man ja trotzdem sein Geld verlieren. Nein. So. Weil wie gesagt, es Möglichkeiten. Es gibt es Möglichkeiten, die man auch keine Verluste machen kann. Nee. Aber die wissen sie es nicht, natürlich, es weil sie haben keine Erfahrung. Es gibt keine Glaskugeln. Und kein Roboter der Welt kann mich schützen, dass ich Verluste mache. Man kann höchstens einstellen, dass der automatisch stoppt. Wenn das danach aussieht, als würden jetzt Verluste kommen. Aber wissen tut der Roboter das im Voraus auch nicht. Weil dann genau. Wären wir doch alle aber von Verlust. Ein. Das fängt ja schon das damit an, dass, warum sitzt du überhaupt am Telefon? Du könntest doch so reich sein, dass du gar nicht mehr telefonieren musst. Macht doch gar keinen Sinn. Wer hat gesagt, dass ich nicht reich bin? Ach so, und als Reicher hat man denn als Hobby in einem Callcenter zu sitzen und die Leute anzurufen. Das ergibt natürlich ganz viel Logik. Ich habe nicht gesagt, dass ich zufrieden bin. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich arm bin. Ja, aber vielleicht musst ich du dann mehr in dein System investieren, dass du mehr Geld wieder reinsteckst. Und dann brauchst du doch nicht mehr telefonieren. Auf jeden Fall würde ich das noch machen, aber das kann ja. Ich nicht alles in einen Tag schaffen, oder? Ja, aber ich dachte, die Firma, die ist schon jahrelang am Markt. Dann frage ich mich, warum du jetzt noch nicht seit Jahren reich bist. Kann ja gar nicht so gut funktionieren, wie du das erklärst. Ich bin zufrieden. Ach, natürlich, Martin, ich bin zufrieden. Und weil du zufrieden ja. bist, gehst du dann noch arbeiten und musst noch telefonieren. Na, das ergibt doch aber keinen Sinn. Ach, auf jeden Fall muss ich ja. arbeiten. Was das Leben ohne Arbeit? Was ist das Leben ohne Arbeit? Du, wenn man genug ich Geld hat, gesagt, muss man doch nicht arbeiten. Dann ich habe genug Geld, aber ich will noch mehr. Arbeiten zu gehen. Ich will noch mehr. Ja, aber dann brauchst du doch nur in dein System investieren und nicht arbeiten gehen. Woher wissen Sie das, dass ich nicht mache? Ich mache beide gleichzeitig. Das ist einfach nur logisch.
Das ist einfach nur logisch. Das ist nicht logisch. Nein, doch. Das ist nicht logisch. Naja, nein. Ich finde das schon logisch, wenn dein System so gut sein soll, dass ich nicht mehr arbeiten gehen brauche. Warum arbeitest denn du dann? Ich muss die Prognose jeden Tag machen. Es ist nicht, dass das System jetzt zaubert. Ich habe nicht gesagt, dass das System sagt, dass alles und jetzt müssen wir machen, was das System sagt. Ich habe gesagt, es muss die Prognose gemacht werden, jeden Tag, damit wir die Verluste vermeiden können. Das habe ich gemeint und gesagt. Ja, aber wenn ihr Verluste vermeiden könnt, dann frage ich mich, warum du noch telefonierst. Du brauchst doch bloß dein ganzes Geld in ja, das System. Ja, lass mich beantworten. Und brauchst nicht mehr arbeiten. Lass mich beantworten. Ja. Ich arbeite hier für eine Firma, richtig? Ja, denke ich mal. Also, wenn man das so nennt, ja. Aber ich würde es jetzt nicht Firma nennen, aber okay. Okay, Sie haben immer etwas zu sagen, wenn ich sage. Ja. Okay. Also, ich arbeite für eine Firma. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass die Firma sozusagen kein gutes Zustand hat und Ihnen braucht oder jemand anderen. Ja? Aber, weil Sie werden und Sie können unsere Firma nicht retten. Egal, was Sie tun, Sie können die Firma nicht retten, wenn es bei Firma nicht so gut läuft. Aber der Grund, warum ich mich bei Ihnen melde, ist das. Wir als Firma, wir wollen uns vergrößern. Weil Kryptowährung ist Zukunft. Ja, aber da braucht ihr doch nicht das Geld von den Leuten. Dann könnt ihr doch euer eigenes Geld da reinstecken. Aber wieso sagen Sie, weil, wenn Sie so sagen, Sie beleidigen mich. Wieso sagen Sie, Sie brauchen das Geld von Leuten? Welches Geld? Was für Geld? Ja, die 250, 500 oder 1000. Wer hat das gesagt? Habe ich ja, Ihnen das steht in deinem Skript, das wäre der nächste gesagt, Punkt gewesen. Das wäre, also Sie können zaubern. Sie können wissen, was ich sagen hätte. Ja, das liegt daran, weil hier schon so viele Leute angerufen haben, die das Gleiche verkaufen wollten. Vorher wissen Sie, dass ich das Gleiche sage. Ich sage es nicht. Dass naja, und weil wieso das sagen Sie, wieso, aber wieso sagen Sie, Moment. Es hat gar nichts mit Musik damit zu tun. Tun Sie es, seien Sie nicht so. Wieso sagen Sie, nehmen Sie Geld von anderen Leuten? Guck mal, was kann man mit 250 Euro machen? Moment. Was kann man mit 250 Euro, mit deinem Geld zum Beispiel, was kann man machen? Sagen Sie mir. Ja, sag du mir mal lieber, warum du einen neuen Namen hast. Früher hieß du doch mal Lukas Preis. Ich, bitte? Lukas Preis. Lukas Preis? Ja, das war mal dein Name. Ist der erste? Musst du nachdenken. Jetzt musst du aber dolle nachdenken. Wann habe ich gesagt, dass ich bin Lukas Preis? Ist schon eine Weile her, da hast du noch für ein anderes Unternehmen telefoniert. Ich? Mhm. Guck mal, du weißt doch, dass das geht's bei hin, euch geht's nur so läuft, gut? Dass die Leute bei euch Geld einzahlen. Geht's Ihnen gut? Eure Firma nimmt stopp, stopp, Geld. Stopp, geht's Ihnen gut? Ja, danke. Ich habe mit Ihnen noch nie in meinem Leben gesprochen. Was für Preis. Ich bin Lukas Beck. Das bin ich. Und das letzte Mal hieß du noch Lukas Preis. Wann haben wir miteinander gesprochen? Ja, ist schon eine Weile her, müsste ich jetzt die Aufzeichnung raussuchen. Wann? Nein, sagen Sie mir wann. Ja, weiß ich doch jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Hier rufen so viele Betrüger. Sie lügen. Sie lügen. Nee, noch nie in meinem Leben habe ich mit Ihnen gesprochen. Vielleicht finde ich ja mal den Schnipsel und kann den mal reinpacken. Was? Ja, ich sagte, vielleicht finde ich die Aufzeichnung noch, als wir mit Lukas Preis telefoniert haben. Finden Sie Aufzeichnung. Finden Sie Aufzeichnung. Falls Sie es wirklich meine Stimme vergleichen, dass wir miteinander gesprochen haben. Ja. Ich gebe es Ihnen, was Sie wollen. Nee, ich will ja von Ihnen nichts. Aber guck mal, das läuft doch in eurer Firma wie folgt. Man zahlt bei euch die genannten Summen ein, also zwischen 250 und 1000 Euro. Und danach investiert ihr das Geld nicht bei der Börse, sondern das bekommt euer Chef und davon zahlt er euer Gehalt. Mehr Sinn steckt da nicht dahinter. Ihr betrügt nur die Leute. Da wird nichts investiert. So ist euer Geschäft. Haben Sie Erfahrung damit? Ja, nicht private Erfahrung, eher berufliche Erfahrung, würde ich dazu sagen. Ah. Das stimmt doch gar nicht. Naja, das siehst du so, das aber kann passieren, so ist es aber. Das kann passieren bei unlizenzierten Firmen. Aber bei lizenzierten Firmen passiert das nicht. Ja, und wo seid ihr lizenziert? Bitte? Wo seid ihr lizenziert? Wo sind wir lizenziert? Ja. Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Ach, siehst du, also auch unlizenziert. Ah, natürlich lizenziert.
Ja, schön, wie da im Hintergrund einer rumschreit. Brüllt da wieder noch einen anderen Kunden an, ne? Wissen Sie, warum er schreit? Ja, wahrscheinlich, weil irgendjemand sein Geld nicht einzahlen will. Weil jemand heute 2000 Euro verdient hat. Ja, bestimmt. Deswegen schreit er auch nein. Genau. Haben Sie das nicht? Wollen Sie mit dem reden? Ihr seid doch auch nicht lizenziert. Das ist dir doch klar, dass das alles betrug ist. Natürlich, wir sind lizenziert. Natürlich. Na, dann sag mir doch wo. Aber ich habe Ihnen nach Ihrer Arbeit gefragt, Sie haben mich nicht gesagt. Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Ach so, naja, weil ihr vielleicht die Firma am anderen, an der anderen Seite seid und seriös wirken wollt, dann würde man das auch wissen, wo man lizenziert ist. Selber geben Sie keine Informationen, aber natürlich Informationen wollen Sie holen. Ja, muss man ja auch so als Kunde machen. Ist ja auch so, läuft das eigentlich auch. Man gibt selber möglichst wenig Daten und die Firma verrät alles. Nein. So funktioniert gegenseitiges Vertrauen mit einer Firma. Schau mal. Ich gehe ja auch nicht bei Edeka einkaufen und schreibe da vorher meine Daten dran. Aber der Inhaber von Edeka muss seine Daten an die Scheibe schreiben. So funktioniert nun mal Geschäftsbeziehung. Ja, das kann ich Ihnen alles zeigen. Also sagen, wo er lizenziert ist, Adresse von unserer Firma. Ja, wo seid ihr denn der Geschäftsführer ist. Moment. Der Geschäftsführer, wir sitzen, wer ich bin, was wir machen und so weiter. Falls Sie Interesse haben, weil ich habe nur mit Ihnen gesprochen, weil Sie haben so geredet, als wären Sie. Okay, also seid Ihnen nicht beleidigen. Ich habe jetzt mehrfach nach der Lizenznummer gefragt, aber sagen kannst du sie mir nicht. Also, unseriös. Egal was ich sage, Sie werden das Gleiche sagen. Egal, was ich sage. Ja? Sie werden nie. Ich denke, Sie wurden schon mal damit beschäftigt und es hat bei Ihnen nicht geklappt. Das spricht nicht der Tatsache. Genug, aber mir ist egal. Mir ist egal. Schau mal, ich habe jetzt einen Termin mit meinem Kunden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Ach so, jetzt willst du denn das Gespräch abwürgen, weil du merkst, jetzt ist da nichts mehr zu holen, keine Beute. Auf keinen Fall. Ich hab am Anfang gewusst, dass Sie kein Interesse haben. Ich habe nur mit Ihnen gesprochen. Ja, um die Zeit ein bisschen gut zu schlagen, damit das Thema auch gut aussieht. Dass dein Chef denkt, du hast jetzt ein Kundengespräch geführt und leider keinen Erfolg gehabt. Dafür hast du jetzt Zeit genutzt. Richtig, so funktioniert es. Weil ihr auch nicht immer Bock habt, ständig einen Neuen am Telefon zu haben, ist ja auch nur menschlich. Aber letztendlich weißt du, dass das alles nur Betrug ist, was ihr da macht. Betrug? Ja. Okay, das ist deine Meinung. Das ist nicht eine Meinung, das ist eine Tatsache, die sich ja herauskristallisiert. Stopp. Nein, jetzt hören Sie mich zu. Ja. Habe ich Ihnen schon mal betrügt? Nee. Hast du noch nicht geschafft, auch beim letzten Mal. Haben Sie ihn schon mal betrügt? Moment, wieso sagen Sie, Sie sind Betrüger? Haben Sie schon mal probiert? Ja, man hört es doch raus. Ihr könnt euch doch nicht ausweichen. Nein, schon mal probiert. Hört man aus. Man hört sehr vieles aus. Haben Sie schon mal probiert? Was? Haben Sie es schon mal probiert? Habe ich Ihnen schon mal betrügt? Wenn du in dein Mikrofon reinschreist, dann klippt dein Mikrofon und wirkt deine Stimme ab. Dadurch hört man nur noch Brocken. Okay, hörst du mich jetzt? Ja, das Mikrofon muss noch ein Stückchen weg vom Mund. Oh. Ja, jetzt so. Und das war's dann schon von unserem netten Betrüger. Hier an der Stelle hat er dann das Gespräch abgebrochen. Tja, ihm sind wohl halt einfach keine Argumente mehr eingefallen. Man hat sie gemerkt, wie er hier die ganze Zeit rumgerudert hat. Naja, aber seriös war das definitiv auch wieder nicht. Tja, auch wenn der Betrüger sich das wohl wünscht, seriös zu sein. Aber das, was er hier die ganze Zeit gemacht hat, man hat's ja eigentlich von ganz alleine schon rausgehört. Jetzt in dem Video tatsächlich, glaube ich, weniger, ja, Unterstützung und Aufklärung gebraucht, weil es von vornherein ganz klar war. Er hat's ja selbst eigentlich durch die Blumen zugegeben. Auch wenn er's verneint, naja, aber er ist einfach deswegen trotzdem nicht seriös gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer mag, kann gerne noch den Kanal abonnieren. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal zu hören haben. Jetzt seht ihr noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.